Da hat der Schiri mal richtig entschieden. Ja, und im Spiel, im DFB-Pokalspiel Paderborn-Werder Bremen, da hat der Schiri mal nicht richtig entschieden. Und ich bin so sauer, da habe ich mir direkt mal eine Rubrik aus International geholt. Was ist passiert? Werder Bremen dreht die Partie auf 3:2. Alle Werder-Fans so mega am Ausflippen. Schiri Willenborg hat sogar schon auf den Punkt gezeigt. Aber dann schaltet sich der vierte Schiri ein, Frederik Asmuth. Zeigt ein Foul von Kiarodia an Leipertz an. Willenborg nimmt das Tor zurück. Ein Videoschiri gibt's ja eigentlich gar nicht in der zweiten Pokalrunde. Was passiert da? Füllkrug nach dem Spiel auch richtig genervt. Der vierte Offizielle, der 50 Meter entfernt an der Seitenlinie steht, will mehr gesehen haben als der Schiedsrichter, der 3 Meter entfernt stand. Sehe ich genauso und ich habe da nochmal nachgefragt bei Thorsten Kinnehöfer, wie das jetzt so wirklich abgelaufen ist. Ja, die mir vorliegenden TV-Bilder zeigen jetzt nicht, dass es ein Foulspiel war. Sicherlich gab es einen Zweikampf, sicherlich haben die sich auch berührt. Der Paderborner Spieler ist natürlich, wie das halt so in der Bundesliga gemacht wird, theatralisch zu Boden gegangen. Man konnte annehmen, der Rettungshubschrauber ist im Anflug, aber man hat natürlich gesehen, dass da nicht viel war. Der spielt das Spiel natürlich exzellent, indem er sich dreimal am Rasen dreht und sich das Gesicht hält und alle meinen, der ist schwer verletzt. Jetzt hat der Schiedsrichter das nicht gesehen. Jetzt kommt der vierte Offizielle ins Spiel und sagt, ich habe was gesehen. Schaust dir mal an, kannst du nicht, wegen des Videobeweises, den es nicht gibt in der zweiten Runde, musst du dich auf mich verlassen. Und ich sage dir, das war ein Foul. Was macht der Schiedsrichter? Der übernimmt natürlich die Aussage des vierten Offiziellen und sagt, Foulspiel. Ob der vierte Offizielle, der 50, 60 Meter entfernt dasteht, sich dort einzubringen hat, halte ich für sehr, sehr fraglich. Klar, er kann sich einbringen. Über Funk gibt es sicherlich auch viele Diskussionen, die innerhalb des Spiels erfolgen, weil der Schiedsrichter braucht natürlich auch die Hilfe seiner Assistenten, auch die des vierten Offiziellen. Nur das muss hundertprozentig sicher sein. Das muss ein hundertprozentiges Foul sein, eine hundertprozentige Tätigkeit sein oder ein hundertprozentiges Handspiel sein. Das war es nicht gegeben, also glaube ich eher, dass der vierte Offizielle da einfach einen Wahrnehmungsfehler hatte, was gesehen hat, was aus seiner Sicht wahrscheinlich auch total korrekt war, aber die Fernsehbilder belegen es nicht. Und die nächste Frage, die noch aufgekommen ist, warum wurde der Eckstoß wiederholt? Ja, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder war der Ball noch nicht im Spiel, das heißt also, das vermeintliche Foulspiel ist passiert, als der Ball noch ruhte, dann wird die Ecke wiederholt. Oder der Ball ist vielleicht sogar in der Luft, dann kann der Schiedsrichter immer noch argumentieren, dass das Spiel noch nicht freigegeben wurde, sodass auch da eine Wiederholung des Eckstoßes regeltechnisch nicht falsch war. Aber auch das ist sehr, sehr fragwürdig, weil die beste Lösung wäre dann gewesen, er pfeift dann auch das Foul, aber der Ball war in der Luft und hätte Freistoß dann für Paderborn gegeben. Deswegen viele, viele Fragen. Man kann zusammenfassen, es wäre sicherlich besser gewesen, das Foulspiel, das vermeintliche Foulspiel nicht zu ahnden und den Treffer für Bremen zu akzeptieren und anzuerkennen.